Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch in einer weiteren Woche meines Aufbrauchprojekts und diese Woche sind ein paar Sachen leer geworden, aber ich wollte euch zuerst zeigen, was ich auf meinen Nägeln habe, weil ich das so urschön finde. Und zwar habe ich mir diese Woche von MAC die Farbe Snob gekauft und ich weiß nicht, ob man es jetzt so sehen kann. Als Überlack habe ich von Isodora die Nummer 766 Opal. Hätte ich euch, glaube ich, mal in einem Douglas Hall gezeigt, drüber gemacht und ich finde es einfach nur mega schön sommerlich und trotzdem nicht so arg knallig wie jetzt zum Beispiel mein Lippenstift oder so. Also es geht zu allem, finde ich. Und ich fand es urschön, deshalb habe ich gedacht, ich muss euch das unbedingt zeigen. So, was ist diese Woche leer geworden? Es ist leer geworden von Balea, das Waschgel. Und ich muss sagen, ich habe es vielleicht so bis hier ungefähr für mein Gesicht benutzt. Und danach hat meine Haut richtig schlecht drauf reagiert. Ich habe überall Pickel gekriegt und wie ihr wahrscheinlich sehen könnt, kämpfe ich auch immer noch damit. Also bei mir hat es komplett nicht funktioniert und es ging für mich gar nicht. Deshalb habe ich es dann zum Händewaschen benutzt und jetzt ist es Gott sei Dank leer und ich bin echt froh, dass ich das wegwerfen kann und muss sagen, nie wieder. Also dieser Zug ist für mich abgefahren. Komplett furchtbar. Dann, Entschuldigung, dass das mit meinem Videos hochladen sich im Moment immer so verzögert. Ich weiß auch nicht, ich drehe die ab und dann vergesse ich es hochzuladen. Ich habe euch ein Haul-Video gemacht, wo ich euch diese beiden Produkte zeige. Das ist einmal ein Shampoo und eine Spülung mit Zitronenmelisse und das ist irgendwie biologisch, ökologisch, was auch immer. Ganz, ganz toll. Die sind jetzt auch leer geworden. Das Haul-Video, das lade ich euch noch hoch. Ja, also für mich haben die nicht so gut funktioniert. Weil schon nach dem Haarewaschen sah das aus, als hätte ich meine Haare überhaupt nicht gewaschen. Und das hat mir nicht so gut gefallen. Und ich fand, dass gerade die Spülung eine äußerst seltsame Konsistenz hatte. Der Geruch nach Zitronenmelisse, der war super angenehm. Aber die haben für mich leider auch nicht funktioniert, das Shampoo und die Spülung. Und deshalb bin ich auch froh, dass es jetzt leer ist. Außerdem leer geworden sind bei mir vier Parfümpröbchen. Das sind zweimal Alien von Terry Mackler. Ich weiß gar nicht, wie ich euch das richtig hindrehen kann. Mach ich mal so, ne? Ja, und das ist eins meiner Lieblingsparfüms. Ich finde es total toll und jederzeit. Dann ist leer geworden Daisy Dream von Marc Jacobs. Ja, fand ich okay, muss ich glaube ich nicht nochmal haben. Und es ist leer geworden von Montblanc Lady oder so. Ja, wie gesagt, war okay, muss nicht nochmal sein. Ich bin auch, um ehrlich zu sein, froh, dass ich ab und an ein Parfüm habe, das mir nicht so gut gefällt, wo ich dann sagen kann, das macht mir überhaupt nichts aus, dass es leer ist und ich muss es auch auf gar keinen Fall neu kaufen. Dann ist leer geworden von Lush R&B Haarpflege, so ein kleines Pröbchen. Ja, ist jetzt so ein bisschen, ne? Den Geruch fand ich super angenehm und ich fand es auch sehr, sehr pflegend. Den würde ich aber jetzt nicht bei jeder Wäsche drauf machen, sondern nur so irgendwie einmal in der Woche oder jedes zweite Mal oder so. Weil ich glaube, der ist relativ reichhaltig, aber die Haare haben sich danach wirklich gut angefühlt. Und ich bin auch schon, ich würde nicht sagen, aber überlegen, also ich glaube, ich kaufe mir dieses Produkt auf jeden Fall. Nur warte ich dazu ab, bis ich wieder in Deutschland bin, damit meine Bestellung dann halt auch ankommt. Und was ich dann bei Lush kaufe, das zeige ich euch dann natürlich auch. So, und dann ist leer geworden aus meinem Projekt der Art Deco Single Eyeshadow in der Farbe 10. Und das war so weißlich, ich weiß nicht, ob man das jetzt noch in der Packung sehen kann.
Der ist auf jeden Fall leer geworden und das ist auch nicht schlimm für mich, weil ich glaube, ich habe noch drei weißliche mit Glitzer von Art Deco, also kein Problem. Hat mich überrascht, wie schnell das jetzt ging. Also ich habe das Gefühl, es ging wirklich schnell. Ich finde, es ist ein gutes Produkt und es hält, was es verspricht. Wobei ich mir manchmal denke, dass die relativ teuer sind, diese kleinen von Art Deco. Und ob man da nicht irgendwas, ja, wie soll ich sagen, etwas, das genauso gut funktioniert, auch günstiger bekommen kann. Weil ich glaube, die kosten mittlerweile irgendwie 5 Euro. Und ich weiß nicht, wie viel drin sind. Ich glaube so 2 Gramm oder so. Keine Ahnung, ich habe jetzt von Catrice einen gekauft. Ich glaube, der ist auch in meinem Haul-Video drin, hoffe ich jedenfalls. Ein matter weißer, so Basic Eyeshadow. Und da gab es auch 2 Gramm für 3 Euro. Also ich denke, das funktioniert genauso. Ja, und was möchte ich reinnehmen? Ich möchte reinnehmen das Sample von der Strobe Cream von MAC, weil ich sie auf dem Gesicht ausprobiert habe und ich vertrage sie nicht. Und deswegen habe ich mir jetzt überlegt, jetzt wo endlich Sommer ist, wie ihr sehen könnt hier, Sommer, tada, möchte ich die auf dem Dekolleté verwenden. Das sieht bestimmt ganz nett aus und dann ist die auch mal weg. Und ich habe auch einen Nagellack gekauft, weil ich unbedingt etwas Helles, Pinkiges wollte. Eigentlich so eine Pastellgeschichte, die ich gut unter den Glitzernagellack machen kann. Und da habe ich zu dem gegriffen. In dem Licht sah das irgendwie rosa aus. Ist nicht so wirklich rosa, heißt aber Pink Champagne und ist von IQ Cosmetics. Und ja, ich glaube, ich hatte noch nie so einen schlechten Nagellack. Ich sage das wirklich nicht gerne, aber die Male, ich habe es jetzt, also wie ihr sehen könnt, ich habe es schon mal markiert, weil ich gerne das Nagellackprojekt mit reinnehmen möchte. Das waren so dreimal auftragen und das musste ich innerhalb von 2 Tagen, weil einfach jedes Mal, wenn ich den aufgetragen habe, erstens hat er ewig gebraucht, um zu trocknen. Und zweitens, was für mich noch viel schlimmer war, nachdem er ewig gebraucht hat, um zu trocknen, war sofort irgendwo irgendwas abgesplittert. Und das finde ich komplett furchtbar. Ich will wenigstens so 1,5, 2 Tage mit einer ordentlichen Maniküre rumlaufen. Wenn ich mir schon die Arbeit mache und meine Nägel ständig lackiere, dann finde ich, soll das auch so 2 Tage mindestens mal halten. Und deshalb mache ich den jetzt in das Projekt. Und ich denke, man kann den wahrscheinlich auch ganz gut als eine Base oder so benutzen. So, der ist jetzt jedenfalls drin. Und ich hoffe, er braucht nicht so lange, weil nur 7,5 Milliliter drin sind. Und wenn er weg ist, bin ich froh. So, und das war es auch schon von mir für diese Woche. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit und genießt den Sommer. Und wir sehen uns nächste Woche. Bis dann. Ciao.